Spitzform herantasten können, nämlich Edin Novak 22 ganz vorne, dann Milanovi 6 und Ebermann. Ebermann mit der Nummer 25. Ebermann allerdings von Pilsen und Novak noch. Ja, und ganz rechts im Bild, jetzt hat er sich umgedreht zu den Spielern, Karel Gut, der Cheftrainer der Tschechoslowakei, neben ihm Jan Starschi. Wir haben selbst manchmal die Ansicht vertreten, Starschi fehlt uns noch ein Mann. Wer ist uns noch übrig geblieben? Hislip mit der Nummer 19. So, jetzt sind die Linien komplett. Und hier haben wir Mariucci. Ebermann. Pospisil. Und Holicek. Old Miller und korrekter Körpercheck. Old Machac, McElmory, Micheletti. Und Krieger hat eine Riesenchance und dann noch einmal Olds. Große Möglichkeit für die Amerikaner, jetzt überraschend in Führung zu gehen. Es bleibt aber beim 0:0. Holicek hatte gehalten. Schauen wir uns diese Chance in der Wiederholung an. Fehler der tschechoslowakischen Verteidigung. Krieger stürzt beim Schuss und dann Olds ganz frei. Und ein schlechter Schuss. Keike. Und es gibt wieder eine Strafe. Nein, Strafe wird nicht ausgesprochen, sondern der Torschütze Martinez nach Pass der Nummer 11. Gedacht, es gibt noch eine Strafe wegen eines großen Checks im Hintergrund, war zu erkennen, dass Old seines großen Abseits wurde gegeben und hier Mariucci. Eine imposante Erscheinung dieser Coach der Amerikaner. Vanelli. Und eine Strafe angezeigt gegen Machac wegen Beinstellens. Damit auch die erste 2 Minuten Strafe für einen Tschechoslowaken. Machac. Zwei Minuten für die Nummer 4 bei der Tschechoslowakei. Machac wegen Beinstellens. Coming's penalty for number 4. Machac of Tschechoslowakia for tripping. Chance für die Amerikaner, vielleicht den Ausgleich zu erzielen. McElmory, Young Hands, Miller, McElmory, für Nenni, jetzt soll er schießen, er schießt auch und Holicek hält. Holicek hält vor Warren Miller. Die Wiederholung. Hier wird aufgelegt für Nanny, der schießt, Holicek springt die Scheibe weg und der Nachschuss nicht gut genug. Zweit geboten und man sieht ganz eindeutig, dass diese Mannschaft weit weg ist von ihrer Weltmeisterschaftsform von Katowice. Holicek und Tor oder nicht, ja Tor! Tor für die Amerikaner und dieser Treffer für Holicek, der die Scheibe wegspringen ließ
dachte, sie geht über das Tor und dann ist sie hinter ihm hineingefallen. Eine recht kuriose Situation. Wir werden es aber gleich in der Wiederholung sehen. Hier ein Weitschuss. Bolicek schlägt die Scheibe hoch. Die macht einen Bogen. 2:1 genau für Amerika, Torschütze die Nummer 12, Robert Miller. Ja, eine Situation, die man bei Holicek nicht so oft gesehen hat. Eindeutig Fehler des Torhüters. Bart Miller, der Torschütze, 2:1 für... Novak. Linker. Holik. Und abgefälscht von Linker, aber kein Tor. Karren diesmal auf den Posten. Ein gutes Volley von Linker, die Wiederholung. Zunächst Holik. Linker ist ganz frei und das Zuspiel einen unerlaubten Weitschuss. Ja. Ganz langsam. Stockschlag für einen Amerikaner. Zwei Strafminuten wegen Stockschlags. Sicherlich den Regeln entsprechende Strafen verhängt, aber doch ein bisschen streng bei seiner Auslegung. Man hätte hier vielleicht die eine oder andere doch tolerieren können. Fall in diesem Fall nach dem klaren Fehlschuss von Kenny und Anderson. Die drei Amerikaner. Linker als Verteidiger eingesetzt, als Offensivverteidiger und Bubler. Kosa, Marian. Peter Stasny. Eine Minute und 8 Sekunden für Paradise, eine Minute und 48 Sekunden für Mac Elmery. Zum dritten Drittel und auch Pfiffe für die bisher enttäuschende tschechoslowakische Mannschaft, der Weltmeister aus Katowice, nicht weltmeisterlich. Bubler. Schöne Aktion von Pebble, wiederholen. David Pebble von der Michigan University und seinen Schuss blockiert. Zu Novi. Ebermann. Hier Ebermann. Abgelenkt. Jetzt scheint die Tschechoslowakei den Ernst der Situation. Linker. Karin von Schinovac angeschossen. Wiederholung dieses Solos von Linker, der zwischen zwei Amerikanern durchgeht, aber von Karin richtig behindert wird. Dann schießt hier Schinovac. Die Amerikaner haben ja bisher keinen Treffer erzielt in der Phase der numerischen Überlegenheit, hatten allerdings auch nur zweimal die Chance, zumindest. Peter Stasny. Demol. Dörfschack hat ihn so richtig über die Schulter abholen lassen.
Pospisil. Majak das an die Stange. Nobi. Ebermann. Noch einmal Ebermann. Die Wiederholung. Stasny an die Stange. Von der Stange springt die Scheibe zurück. Gegen die Sowjetunion. Die vorerst ungeschlagen bei 12 Punkten hält jetzt Miller. Zurilla. Und Zorilla. Nobi. Für Martinez. Und Tor da nicht. Ich glaube, die Scheibe ist gerade noch vor der Linie. Ja, vor der Linie gestoppt worden. Neul, der Einschützer. Schaut es aus dieser Perspektive an. Martinez wartet, Terren bleibt unbeirrbar, da will Martinez unter Terren die Scheibe durchschieben, Terren stoppt, sie rutscht dabei noch zurück, aber bleibt noch vor der Linie, zumindest mit der Scheibe vor der Linie, weil man es hier nehmen kann, irgendwo unter den Beinschützern war die Scheibe, es bleibt beim 6:3.